Haben wir schon was gefunden? Besser aufgetischt mit à la carte Coach Tatjana Tafel-Silber. So, haben wir schon was gefunden? Ja, da, also da steht Gulasch mit Knödel. Die Speisekarte ist die Visitenkarte eines Gastbetriebes. Ich habe aber einen Bärenhunger. Nein, das ist vom Rind, außer die Speckknödel, die ist auch mit Speck. Nein. Ich meine, da steht mit Knödel, aber ich hätte gern mit zwei Knödeln. Nein, das ist mit drei Knödel. Bitte? Drei. Heben oder gehen. Tja. Damit Sie auch bekommen, was Sie bestellt haben, beschäftigen wir uns heute mit der Königsdisziplin der fehlerfreien Speisekarte. Mit den vier Fällen. Viere? Heben ra! Mit einem kleinen bisschen Aufmerksamkeit ist auch das keine Hexerei. Auch nicht in einem Land wie Südtirol mit... Mit seinen vielen Dialekten. Mit seinen vielen Dialekten. Was? Dativ Plural, Willi. Wie bei den Knödeln. Oh. Tja, ein kleines N macht einen großen Unterschied. So, haben wir schon was gefunden? Ja, hier, Nudeln mit Tomatensauce. Nee, dann doch lieber Spiegelei mit Röstkartoffeln. Echt? Das war korrekt gewesen? Grammatikalisch, ja. Ja, und dir gern. Ich dir auch. Naja, egal. In unserem Dialekt brauchen wir in jedem Fall nicht jeden Fall. Auf der Speisekarte aber können die Fälle schnell zur Falle werden. Zum Glück haben wir derer nur vier. Fallen? Nein, Fälle. Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ. Die einfachste Regel zu Genitiv und Dativ? Genitiv ins Wasser, weil es Dativ ist. Ja. Und geh nie zu hart ins Gericht mit jemandem, der ein Gericht ohne Dativ schreibt. So, haben wir schon was gefunden? Ja, ich hätte gern einmal den Alpenburger, bitte. Ja, mit alles? Dativ, bitte. Was? Ich meine mit Dativ. Haben wir Dativ? Na, Dativ haben wir nicht, Leute, Zwiebel und Knoblauch, gell? Nein, ich meine mit allem. Na, der Allem hat heute frei. Bitte. Ja, genau. Aber das Gute an der Speisekarte ist, dass wir da nicht alle vier Fälle brauchen, sondern meistens nur zwei, den Nominativ und den Dativ. Grundsätzlich gilt, das Kernstück einer Speise, also sozusagen das Filet, steht im Nominativ. Wer? Der Alpenburger. Und die Beilagen und was so dazugehört im Dativ. Mit Zwiebeln, an Kartoffelspalten, auf Pilzen, mit Röstkartoffeln, mit Pfifferlingen. Mit gemischtem Salat. Ah, mit gemischtem Salat. Jetzt wird's tückisch. Tja, das ist das Schwierigste, die Adjektive. Hier lautet die Frage N oder N. Womit serviert man Weißwürste, Willi? Mit Dativ. Ja, aber mit was? Mit wem? Okay, also womit? Kleiner Tipp, wir haben ein N und ein M drin. Ah, mit süßen Senf. Ah, was? Umgekehrt? Mit Senfen süß. Nein, mit süßem Senf. Alles klar, mit grünem Pfeffer, mit gemischtem Salat. Mit hausgemachtem Mandeltörtchen. Im würzigen Teigmantel. Im würzigen Teigmantel. Das wäre die schwache Deklination der Adjektive. Alles klar? Alles klar. Mit im schwach. Und sonst hol dir einfach einen Nachschlag. Was? Schlag einfach nach. In einer Grammatik oder in besser aufgetischt. Und dein Menü macht eine Topfigur. Echt? Ah, mit dem Nachschlag? Was?